Wollt ihr mich irgendwie veralbern? Er ist zum Glück wieder nicht verletzt. Gut. Ja, manchmal ist das mit den Cave-Ins echt nervig, muss ich ehrlich zugeben. So, Designation, Channel, das hier weg. Okay, und unser Anortenzeug ist schon mal weg, aber wir haben genug zu essen jetzt erst einmal gelagert. Aber trinken wird wieder etwas knapper. Was sagt die Zeit? Midwinter. Okay, nächster Channel-Befehl. Und nächster Channel-Befehl. Channel wollte ich. Und jetzt können wir den ganzen Rest hier wegchanneln. Und jetzt müssten wir das hier ohne Probleme wegchanneln können. Ohne dass es zu einem Cave-In kommt. Ich hätte vielleicht wirklich erst aus der Mitte weg channeln sollen und dann langsam vorsichtig channeln. So, jetzt können wir wirklich ganz sicher, ohne dass was passiert, weil wir ja Unterboden haben, können wir die Seite komplett weg channeln. So, ich hoffe mal, ja, beide sind noch wohl auf einigermaßen. Ja, sollte es jetzt nicht mehr zum Cave-In kommen, jedenfalls. Wir sollten nur ziemlich viele Steine produzieren. Jawohl. Gucken wir währenddessen mal unten nach. Sieht alles okay aus. Was schlecht aussieht, sind unsere Plants. Was ist denn das? Report is fighting? Was? Ist caught in a cloud of boiling magma? Achso, das wird wahrscheinlich sein, wo sie beiden gerade runtergebrochen sind. Wird irgendwer vermisst? Nein. Ich glaube, da hat irgendein Zwerg gegen irgendwas gekämpft. Weil hier liegt ein Titanspeer und ein Blutstahl-Rundschild rum. Einfach mal so. Keine Ahnung, warum. Es ist aber keine Zwergenleiche hier in der Nähe. Gut. Designation Gather Plants. Gebe ich mal einen Plant Gathering Befehl hier oben. Okay, da ist wirklich nicht viel rauszuholen. Aber was ich machen kann, ist hier ein paar Bäume fällen. Während ich hier unten beim Mason. Du bist nicht mein Mason. Du bist auch nicht mein Mason. Du bist mein Mason. Ein paar Blocks in Auftrag gebe.
So, dass meine anderen Zwerge auch was zu tun haben, während die hier mit dem Channeln beschäftigt sind. Ah, hier klappt das irgendwie viel besser. Und Varus ist ein Woodworker geworden. Na, ja, von mir aus. Unsere General. So, was kann ich jetzt noch großartig machen, außer warten? Ich glaube, ich gebe als nächstes wirklich die Farmen in Auftrag hier. Buddeln. Dann machen sie erst das hier fertig. Da ist wenigstens die Hälfte der Haupthalle fertig. Wir haben noch 29 Trinken, also ist es doch mehr als nur eins pro Jahreszeit. Late Winter. Ich hoffe mal, im Frühling kommen Merchants, dass wir denen, also Elfen-Merchants, dass wir denen sehr, sehr viele Beeren abkaufen. Wir hätten den unseren Verwandten schon die ganzen Beeren abkaufen sollen und Zeug draus herstellen. Aber da ist mein zwergischer Stolz mir wohl zum Verhängnis geworden. Ja. So. Designation remove. Upstairs and ramps. Können wir ja schon mal hier über den Teil hier auch machen. So. Aber sie sollen erstmal hier buddeln. Da buddeln sie hier den langen Gang. Hoffentlich. Hat mein Mason seine Blöcke gemacht? Nein. Weil mein Mason wahrscheinlich mit Rockcrafts beschäftigt ist. Oder wo ist denn mein Mason? Armor? Mason. Warum ist Wagreb blau? Professions, Labors. Wahrscheinlich ist er ein Craftsdwarf geworden, hm? Mason ist on break. Das suspenden wir mal kurz, bis wir die Blöcke haben. Okay, ihr seid schön am Buddeln. Sehr schön. Jedenfalls einer von euch beiden. Ah, der andere ist dabei, Ramps and Stairs zu removen. Das ist auch nicht schlecht. Auch wenn das wahrscheinlich viel schneller geht. Genau. Jetzt ist der andere auch schon dabei. Ja, genau, das geht ziemlich schnell ab irgendwie.
Ja, nur noch 19 trinken. Das wird langsam knapp. Wenn die Elfen kommen, kaufen wir ihnen hauptsächlich alle ihre Pflanzen ab. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall Beeren. Prickleberries müssten das gewesen sein. Oder waren es Fischerberries, eins von beidem. Und dann irgendwelche anderen Kräuter, die wir ihnen abkaufen und verbrauen können. Hauptsache, wir brauchen irgendwas. So, einer von den beiden macht gerade Essenspause. Genau. Immer noch Late Winter. Was haben wir hier eigentlich alles so gefunden? Wolframit. Wolframit und Kasserit. Wolframit. Das klingt doch nach einem Flagstone. Flagstone, hä? Gneisgranit. Wolframit. Aha. Wolframit können wir tatsächlich. Zu Wolfram verarbeiten. Oh. Pure Ore. Misk. Colored Stones, ja. Yeah. Naja. Was auch immer wir mit Wolfram anfangen können. Auf jeden Fall sind das hier Cassiterit Bearing Blocks. Ach so, es wurden nur zwei Stairs fertiggestellt. Oh. Ja, dann sieht es auch wieder toll aus. Was ist Kasserit? Steht das hier auch irgendwo? Also schon mal nicht beim Flux. Cave-Fokus. Ja. Graphit. Graphit haben wir viel. Cell Graphit. Exploding Blocks. Okay. Melt Boulder into Bars. Okay. Living Stone, Obsidian. Sandsteins, Schist. Titanit. Cassiterit Bearing Blocks, da ist es ja. Daraus könnten wir Zinn gewinnen. Ja, daraus könnten wir Zinn gewinnen. Ist auch schon mal nicht schlecht, auch wenn Zinn nicht gerade ein tolles Material ist. Reicht es doch, um einfache Metallsachen draus zu machen, also die nicht für den Krieg gedacht sind. Hey, Frühling kommt, Autosave. Gut, es ist schon mal schön zu wissen, dass wir an Zinn kommen. Dann können wir halt Zinnkäfige, Zinnketten und alles andere, was so aus Metall gemacht werden muss, was wir nicht brauchen für Waffen. Okay, Autosave ist fertig. Spring has arrived. Alles, was wir eben nicht brauchen für Waffen. Musste das mit der Kaverne jetzt sein?
Ihr wollt mich doch veralbern, oder? Okay. Designation X. Hier hört ihr auf. Und meinert hier mal um die Kaverne drumherum. Ups, das war jetzt zu wenig. So, und ich hoffe mal, dass das genug mit der Kaverne war. So. Dann Building. Nee, halt. Doch, Building. Groß C. Wall. Wall. Gut. Bitte hier einen Wall aus Gabbro hinsetzen. So. Wir buddeln jetzt in noch eine Kaverne. So. Und los geht das Trinken langsam aus. Ich hoffe mal, dass bald eine Elfenkarawane eintrifft. Ich hoffe mal, dass überhaupt eine eintrifft. Und wir haben Verheiratete. Jawohl, da haben zwei Leute geheiratet. Auch gut. Und nebenbei ist es Frühling. Heißt es, ich kann jetzt wieder... ups. Designation Plant Gathering hier vor der Haustür machen. Nein, ich kann diese Büsche nicht sammeln. Menno. Give water needs empty bucket. Dann stell du doch mal ein paar Buckets her. So, drei Stück dürften erstmal reichen. Und bitte lass hier nicht noch irgendwo eine Kaverne sein fürs Erste. Wenn das nämlich so weitergeht, muss ich mir doch andere Pläne überlegen. Wie ich das in Zukunft mache, wenn ich nämlich jetzt schon meine Heimstätte zu tief plane. Warum stand da gerade 18? Hier ist 7, 1, 2, 3. Hier ist 0. Hier wäre 5. Hier wäre schon 10, 11, 12, 13. Ach, 13, okay.